persönlich verbinde ich mit Jugend trainiert für Olympia auch meine Vergangenheit. Wir haben zweimal mit der Schule hieran teilgenommen. Es ist natürlich schon ein bisschen längere Zeit her, aber es waren unvergessliche Tage, ganz viel Zusammenhalt, ganz viele Erfahrungen, die man machen konnte und auch eine sportlich coole Qualität. Und ich hoffe, dass es, und so habe ich das erste Spiel hier empfunden, auch so bleibt. Die Kooperation zwischen Schule und Verein ist immens wichtig für uns auch als Deutscher Handballbund, natürlich das Fundament. Und hier ein großes Dankeschön an alle Lehrer, alle ehrenamtlichen Helfer, die das einfach möglich machen, über das Jahr hinweg eine Schulmannschaft aufzubauen, sie zu begeistern und dann hier solche Finaltage erleben zu dürfen. Daraus schöpfen wir und da wollen wir auch nahbar sein. Und ja, das freut mich und wie gesagt, hoffe ich, dass das so weitergeht. Entscheidend ist, dass man sieht, dass Sport eine ganz tolle Bedeutung hat. Sport verbindet. Hier sieht man harte, aber richtig faire Wettkämpfe. Es ist gerade das erste Finale weiblich zu Ende gegangen und es war ein richtig spannendes Spiel, wo danach sich in den Arm gelegt wurde, wo Shake Hand gegeben wurde. Also Sport verbindet einfach und in unserer heutigen Gesellschaft, wo sehr viel medialer Einfluss ist, sehr viel Ablenkung für die Kids, ist es umso wichtiger, dass auch in den Schulen Handball und auch andere Sportarten einfach weiter Bestand haben. Und deswegen großes Dankeschön an die Lehrer und alle Beteiligten.